Ich bin's wieder, Patrick vom Can Gourmet aus Palma. Und wie ihr seht, das Wetter hat gehalten heute. Ein bisschen bewölkt im Hintergrund, man sieht's. Aber es regnet gerade nicht und dementsprechend bringe ich euch gleich noch ein paar Bilder aus Porto de Poenza mit. Genießt die Bilder. Wir kommen auch nochmal her im Sommer, wenn das Wetter besser ist. Und jetzt gilt natürlich wie immer Daumen hoch, followt uns und als drittes gebt uns eure Kommentare. Viel Spaß mit den Bildern aus Porto de Poenza. So, was mir hier schon wieder auffällt, in den Nebenstraßen von Porto de Poenza, es ist wirklich, ja, noch viele Läden zu verkaufen, zu vermieten. Also hier in den Nebenstraßen, da hat dann doch einiges auch, ja, da gibt es noch viele Business Opportunities für jemanden, der hier was machen möchte. Einige Läden sind hier frei, wie in vielen anderen Dörfern auch. Ja, direkt hinter Porto de Poenza beginnt auch das Tramontana-Gebirge. Schöne Küstenstraßen. Man sieht auch gleich, es ist halt auch ein Fischereihafen. Hier liegen viele Fischerboote, weiter hinten Ausflugsboote. Und irgendwie die erste Meereslinie von Poenza, habe ich gerade auch schon beim Herlaufen gesehen, ist komplett neu gemacht worden. Früher konnte man hier, soweit ich weiß, noch in beide Richtungen fahren. Jetzt ist eine, hier sieht man schon, es geht also nur noch mit dem Auto One-Way, Radweg. Ich schätze mal, dass hier, ja genau, Autos dürfen hier noch fahren, aber nur in eine Richtung. Somit wirkt das Ganze jetzt schon fast wie eine Fußgängerzone. Hier in der ersten Linie. Direkt am Hafen und nachher am Strand von Poenza. Hier ist noch eine große Baustelle, die wird wahrscheinlich auch bald fertig sein. Ja, schön ist halt in Porto Poenza. Wir haben ja jetzt, waren ja letzten Sonntag in Calador, haben wir euch da ein paar Bilder mitgebracht. Und Calador war halt wirklich noch, wie ihr es vielleicht im Video gesehen habt, wie ausgestorben. Da hatte noch nichts auf. Also Calador wirklich, haben wir festgestellt, rein nur in der Touristensaison. Hier in Porto Poenza ist wenigstens auch heute am Sonntag etwas Bewegung. Es sind Leute auf der Straße, es haben Restaurants offen, auch ein paar Geschäfte haben offen. Also es ist ja hier auf jeden Fall auch jetzt schon etwas Bewegung und ja, ein bisschen was los. So, und hier sieht man auch, dass Poenza, die Straße, die ich meine, ist jetzt komplett eine Fußgängerzone abends. Und zwar ab 18 Uhr bis 5 Uhr ist für Traffic gesperrt. Heißt also, ab 18 Uhr abends wird es dann eine reine Fußgängerzone. Natürlich schön für alle Touristen und Gäste, die dann im Sommer hier sind, abends hier sind, für die Restaurants in der ersten Linie, dass dann abends wirklich nur Fußgängerzone ist und hier keine Autos entlang fahren. Direkt im Anschluss am Hafen beginnt auch schon der Strand von Porto de Poenza. Hier sind Tische aufgestuhlt. Gehören, weiß ich nicht. Café-Restaurant, La Nonna, Pizzeria, wahrscheinlich gehören sie dazu. Da, ja, gehören sie, da steht auch La Nonna drauf. Da kann man also wirklich sagen, hier sitzt man in der ersten Meereslinie. Muss zugeben, bin etwas erstaunt, dass das hier genehmigt ist. Habe ich so auf Mallorca
wissentlich noch nirgendwo gesehen, dass so direkt am Strand wirklich Restaurant Stühle und Tische aufbauen dürfen. Aber natürlich, also wirklich im Sommer, wenn es warm ist, man kann direkt am Strand sitzen. Schön, sehr schön. Ganz da hinten sieht man sogar einen Kiteserver, hier zwischen den Stränden. Hier ist immer eine große Kitesurf-Gegend. Und naja gut, die haben natürlich heute richtig Wind. Muss mal schauen, ob man sieht, wenn ich ein bisschen ranzoome. Der ist da hinten rechts unter dem. Ganz da hinten sind die Kiteserver und sogar heute welche unterwegs. Das Haus erinnert da schon fast wieder an Miami, an Ocean Drive. Da hinten sieht sogar ein bisschen der Himmel auf, da kommt ein bisschen blauer Himmel durch. Sogar noch ein bisschen Dünenlandschaft hier. Ich muss sagen, die erste Reihe hier vorne in Poenza gefällt mir gut. Jetzt haben wir dann um den kurz nach Mitte März. Ein Monat, ja, in 2 Monaten. Da brummt dann hier das Leben. Beach. Gut, heute sowieso nicht, wegen dem Wind. Ja, hier geht es dann auch rüber. Man sieht hier hinten ein bisschen, da ist ein Zugang zum Meer oder vom Meer, wie auch immer. Und ja, dann wird auch darum gebeten, die Enten hier nicht zu füttern. Was man nicht sollte, was natürlich gut funktioniert, wie man da hinten sieht. Da sind dann die beginnenden Ausläufer des Albufera Nationalparks, Feuchtgebiet. Hintergrund dann Tramuntana-Gebirge. Ich hoffe, dass das jetzt auch alles stimmt, was ich euch hier erzähle. Aber so sollte es eigentlich sein. Poenza ist auch hier das ganze Gebiet hier eine große Ecke für Wassersportler. Darum gibt es natürlich auch hier Katamarane zu mieten. Wie gesagt, weiter hinten sind dann, soweit ich weiß, die Kiteschulen. Da ist auch gerade hier ein Kiter unterwegs. Ah, der hat natürlich heute richtig Wind. Und zurück geht's. Haben wir gerade gewendet. Jetzt fährt er gerade wieder zurück in die andere Richtung, wo er herkam. So, hier könnte ich jetzt noch lange weiter wandern. Ihr seht auch gerade hier am Strand finden überall Arbeiten statt. Der wird jetzt dann für die Saison hergerichtet und fertig gemacht. Jetzt werden sich die Bilder nicht mehr allzu groß ändern hier. Es geht jetzt hier halt immer am Strand entlang, immer weiter am Strand entlang. Diese Seite ist dann hier die reine Fußgängerzone. Ja, was ich hier in Porto Poyenz halt auch ganz schick finde, ist, dass die ganzen Hotels, Apartments, alles nicht so ganz große Bunker sind wie in anderen Orten. Das finde ich persönlich eigentlich auch ganz schön. Also auch die erste Reihe hier vorne ist nicht so komplett zugebaut und komplett zugepflastert. Finde ich eigentlich ganz
Ganz nett, ganz schön. Natürlich hier in der ersten Reihe ein Restaurant nach dem anderen in dieser Fußgängerzone. Ich glaube fast, es sind auch nur Restaurants. Hier Hotel geht es am 1. April wieder los. Also wahrscheinlich wird dann auch Poyenza ab 1. April stark zum Leben erwachen. Was eigentlich auch normal ist, dass man hier immer zum kompletten Monat irgendwo aufmacht. Das hat steuerrechtliche Gründe, anmeldungstechnische Gründe mit den Mitarbeitern, für viele anmeldungstechnische Gründe mit der eigenen sogenannten Autonomo, dass es wirklich immer gut ist, eigentlich einen kompletten Monat zu machen. Und somit machen die wenigsten am 15. April auf, sondern dann erst am 1. Mai oder halt gleich am 1. April. So ist das sehr häufig hier. Bedanke ich mich mal wieder, dass ihr dabei wart. Nochmal die Bitte, uns zu folgen, uns den Daumen hoch zu geben und gerne auch Kommentare abzugeben. Und verbleibe mit den besten Grüßen. Euer Patrick vom Cancomé. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.